Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Paderborn-Karriere hier in FIFA 20 auf Kick Gaming. Und heute geht es weiter mit einer absoluten Top-Folge, denn wir spielen zu Hause gegen Dortmund in der Bundesliga und dann noch Europa League gegen AS Rom. Das sind zwei wirklich internationale Top-Teams, auf die wir treffen mit dem kleinen SC Paderborn. Und ich bin sehr gespannt, was wir hier erreichen werden. Bislang in der Bundesliga 7 Spiele, 4 Punkte. Wir sind nicht gut drauf, aber es gab zuletzt eine zumindest kleine Aufwärts. Kurve zu erkennen. Gegen Austria Wien in der Europa League haben wir ja gewinnen können. Gegen Mainz gab es ein knappes Unentschieden, wo sogar noch der Sieg drin war. Hoffentlich können wir daran anknüpfen. Wir wollen jetzt auch endlich mal wieder 3 Punkte. Und auch wenn es natürlich gegen Dortmund sehr, sehr schwer wird und auch gegen die Roma wird es sehr, sehr schwer. Ich bin sehr gespannt, aber ich glaube, dass wir hier vielleicht sogar eine Chance haben. Lasst uns auf jeden Fall gemeinsam rühren, denn wir wissen natürlich in Paderborn, Helden geben niemals auf. Auch nicht gegen Dortmund. Let's go! Und sind wir also in Paderborn. Eine wunderbare Atmosphäre für so ein absolutes Topspiel für uns. Im letzten Jahr haben wir eine in der Bundesliga komplett überraschen können, am Ende uns einen Europa League Platz sichern können. Davon ist aktuell nicht mehr allzu viel übrig geblieben. 4 Punkte nach 7 Spielen ist schon extrem mau. Bei Dortmund sind wir deutlich besser auf Platz 3 mit 17 Punkten. Spielen eine wirklich starke Saison bis hierhin. Das ist natürlich die Favoritenrolle direkt mal geklärt, aber wir haben natürlich, das muss man auch ganz klar so sagen, in solchen Spielen oftmals auch überzeugen können. Warum auch immer. Aber irgendwie haben wir uns gegen wirklich extrem harte Gegner teilweise sogar leichter getan. Deswegen bin ich sehr gespannt, was hier und heute drin ist. Mit Zingerle im Tor. Viererkette, Dörfler, Kilian, Jasula und Holtmann, wie man das eigentlich erwarten konnte. Doppel-6, Dorsch und Vassiliadis über außen, Schaub und Pulga. Und vorne dann Strelimann, Monster, Michel, Mikel, Ishak. Kommt heute erstmal wieder von der Bank. Haben wir auch noch eine gewisse Waffe eben, die wir dann noch zünden könnten. Beim BVB sehen wir schon, was da für eine Wahnsinnstruppe auf dem Platz steht. Mit Roman Bürki im Tor, Viererkette. Walker, Hummels, Chiellini und Nico Schulz. Wahnsinn. Delaney und Witzel auf der Doppel-6. Drei im Mittelfeld, Sancho, Reus und Fraser. Und vorne der Top-Torschütze in der Bundesliga, Andrej Kramaric. Der nach 7 Spielen schon 9 Tore auf dem Konto hat, das ist richtig, richtig gut. Und das ist eine hohe Qualität, gegen die wir heute ankämpfen müssen. Wir haben Anstoß, das Spiel läuft. Mit Luca Kilian und Johannes Dörfler. Kilian stammt ja aus der Dortmunder Jugend, beziehungsweise ist eben von Dortmund nach Paderborn gewechselt. Und das ist ein gutes Zuspiel auf Kai Pröger. Pröger, Flanke ist sehr, sehr lang. Aber wir holen immer einen Einwurf raus. Mit Schaub und Shredi Mamba. Noch einmal Schaub, Pröger kommt. Und den hat dann Dorsch. Vassiliadis. Dörfler. Johannes Dörfler, Niklas Dorsch. Und Schaub, gut. Dörfler. Wir bleiben hier dran. Schaub, Flanke kommt. Aber Kai Pröger kommt nicht dran und die haben wir. Kramaric und Marco Reus. Axel Witzel, gutes Zuspiel da auf Fraser. Und jetzt sind wir sehr, sehr weit aufgerückt. Fraser mit der Abschlusschance. Fraser immer noch. Und Zingerle. Und drüber das Ding. Riesenchance für Borussia Dortmund. Hier sehen wir es nochmal. Marco Reus am Ende. Da haben wir Glück gehabt. Abstoß. Zingerle. Ich wollte es eigentlich nicht mehr kurz machen. Gut, hier haben wir dann nochmal Glück gehabt und das war dann nicht gut. Kramaric, Marco Reus und dann ist das Ding drin. 15. Minute, Marco Reus mit dem Führungstreffer. Wir bauen das Spiel kurz auf, was aber in diesem Falle nicht schuld daran war, sondern dann die kurze Unaufmerksamkeit bei Klaus Jasula. Der Ballverlust und dann Kramaric rübergelegt auf Reus, der ohne wirklichen Gegenspieler. Der Abschluss ist natürlich optimal. Und Dortmund führt früh in einer Viertelstunde mit 1:0. Ah, Pröger. Wir bekommen eben natürlich auch nicht viel Zeit, um den Ball anzunehmen. Das ist logisch. Fraser. Johannes Dörfler bleibt da dran. Und Nico Schulz. Jadon Sancho gegen Jasula.
Kyle Walker. Sancho. Immer noch Jadon Sancho, Jasula und Dorsch. Machen das gut und jetzt könnte es vielleicht schnell gehen mit Kai Pröger und Sven Michel. Raus auf Louis Schaub. Louis Schaub. Mamba, gut gespielt. Streli Mamba, da ist nochmal Schaub. Ah, das Zuspiel war von Mamba nicht gut. Wenn wir den ein bisschen länger spielen, hat den Schaub am linken und wir können direkt abziehen. So aber natürlich dann nicht. Andrej Kramaric. Der Ex-Hoffenheimer auf den ebenfalls Ex-Hoffenheimer Nico Schulz. Delaney. Mit einem sehr guten Zuspiel. Jasula, der war erst wichtig. Zingerle. Und Vassiliadis. Wow, was für ein Zuspiel. Streli Mamba ist durch. Streli Mamba, Sven Michel, Tor! 32. Minute. Sven Michel mit dem 1:1. Und das war exzellent herausgespielt. Vassiliadis, was für ein Zuspiel. Mamba mit Übersicht. Und Michel lässt sich den natürlich nicht mehr nehmen. Macht den Weg mit. Und unser Captain ist das Sinnbild unseres kleinen Erfolges seit dem Spiel gegen Austria Wien. Seitdem ist er wieder gesetzt, seitdem ist er Kapitän und trifft auch heute wieder sein drittes Saisontor. Und wir gleichen das Spiel wieder aus. Sven Michel, 1:1. Also, mit Zingerle haben wir noch Glück gehabt, dass der das Ding Gott sei Dank von Kramaric halten konnte. Und dann im Gegenzug, Vassiliadis mit diesem traumhaften Zuspiel auf Mamba, bei dem wir dann seine Schnelligkeit exzellent ausspielen können. Und dann, ja, ist es halt auch sehr, sehr souverän zu Ende gespielt. Und das macht Schaub gut, auch wenn er dann den Freistoß gegen sich gesprochen bekommt. Und den tritt Marco Reus. Marco Reus, Flanke kommt. Holtmann kommt nicht wirklich hin. Und Eckball für den BVB. Fraser. Auf Jadon Sancho, Pröger mit der Balleroberung. Jetzt geht's wieder schnell. Und mit Gerrit Holtmann haben wir auch einen Spieler, der enormes Tempo mitbringt. Ach, da haben wir ein bisschen lang gebraucht. Und Holtmann war dann auch sehr, sehr schnell unterwegs. Sonst hätten wir den Pass da mit Michel spielen können. Vassiliadis, Balleroberung, Pröger. Wir sind jetzt hier auch besser drin in der Partie. Ja, auch wenn natürlich es immer wieder sehr, sehr schwierig wird, wenn Dortmund das Tempo anzieht. Aber hier haben wir wieder gesehen, wenn wir das zusammen verteidigen, dann kriegen wir es auch verteidigt. Und jetzt nochmal Johannes Dörfler. Kurz vor der Pause zieht da nochmal an, ist schneller als Chiellini. Und kriegt keinen Freistoß. Pause ist hier in Paderborn. 1:1, ein wirklich guter Auftritt bis hierhin von uns. Das ist ein sehr, sehr starkes Signal, auch wenn wir nur eine Chance hatten. Haben wir die wirklich exzellent ausgespielt. Ich würde sagen, wir wechseln einmal aus. Wir bringen Antwia Jay für Louis Schaub. Nochmal mehr Tempo. Kann uns sicherlich gut tun. Zweite Hälfte beginnt. Der BVB hat Anstoß. Weiter geht es hier. In den zweiten 45 Minuten. Und wenn wir vor allen Dingen an die Minuten seit unserem Ausgleichstreffer anknüpfen können, wo wir auch danach gut verteidigt haben, nicht mehr viel zugelassen haben und den Ansatz von zumindest einer richtig guten Kontergelegenheit hatten, dann glaube ich, ist hier auf jeden Fall ein Remis drin. Vielleicht ja sogar noch mehr. Antwia Jay. Mamba, Antwia Jay, das ist super gespielt. Christopher Antwia Jay legt ihn zurück, aber Axel Witzel ist zur Stelle. Nico Schulz. Marco Reus. Witzel. Das ist ein sehr gutes Zuspiel da auf Sancho. Flanke kommt. Jasula. Zingerle. Holtmann. Stark. Wie sie das auch spielerisch lösen. Das erinnert auch wirklich an das echte Paderborn. Wunderbar. Vassiliadis. Kai Pröger. Michel. Kriegt ihn nicht. Und Delaney, Axel Witzel, Brandt. Und Kai Walker, Witzel, Axel, Witzel und Dorsch kriegt da noch einen Fuß rein.
Sancho, nein! Er gibt Elfmeter! 61. Minute, Luca Kilian mit dem angeblichen Foulspiel, sage ich erstmal. An Jadon Sancho. Hier sehen wir es noch einmal. Oh, Mann. Und nun Kramaric gegen Zingala. Oh, der Nachschuss ist drin. Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Hier sehen wir es nochmal. An den Pfosten. Kramaric bleibt weg, aber Sancho ist zur Stelle. Ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich. Dortmund geht hier wieder in Führung, obwohl wir, wie ich finde, zumindest in der zweiten Hälfte gut reingekommen sind. Oh, Dörfler hat er Glück gehabt. Und VRJ, über den kann jetzt sicherlich auch was gehen. Mamba. Ah, Chiellini, der haut da schon heute ordentlich rein. Und das müsste Abseits sein, so ist es. Und wir bringen Ishak für Shreli Mamba. Etwas, ja, die ja, offensivere Variante, will ich mal sagen, weil Mamba halt schon dann doch eher ein klarer Konterstürmer ist. Ishak kann sich dann auch mal behaupten und das tut er hier auch. Und das ist gut, das ist richtig gut gespielt. Und Michel mit dem Ausgleich. 69. Minute, 2:2. Ishak setzt sich durch, die Flanke ist gut. Und dann kommt der Ball zu Michel und er fackelt nicht lange. Und haut den da mit seinem etwas schwächeren Rechten ins Netz. An Hummels vorbei, an Bürki vorbei. Und das ist der wichtige Ausgleich, Michels viertes Saisontor. Und es ist verdient, weil wir hier einen guten Auftritt zeigen. Brüger, gefällt mir heute sehr, sehr gut. Sven Michel, Ishak, ja, hohe Bälle kann man jetzt durchaus spielen. Julian Brandt, Fraser. Und Nico Schulz hat etwas zu viel Platz. Vassiliades ist da und Niklas Dorsch, der aktuell auch aufblüht. Niklas Dorsch. Und der schickt Ishak. Ishak! Ah, Chiellini. Ist ein Biest da hinten drin. Natürlich auch Wahnsinn. Hummels und Chiellini. Dann auch Walker rechts. Das ist Weltklasse. Aber wir wehren uns gegen diese Weltklasse mit Pröger. Und vor allen Dingen mit Sven Michel. Und Hummels im allerletzten Moment. Und den holen wir uns. Komm, Josula, sehr gut. Holtmann. Vassiliadis, Pröger. Holtmann, das ist wunderbar gespielt. Die Flanke kommt und den kriegen wir. Und via Jay. Aber Fraser vor Dörfler, Einwurf gibt es. Wir sind dran. Niklas Dorsch, Vassiliadis. Ja, vor lauter Euphorie dürfen wir natürlich die Defensive nicht vergessen. Jadon Sancho. Nee, Kai Walker ist es. Kai Walker! Aus dem Netz. Wahnsinn. Und wir bringen nochmal Kauli für Pröger. Eckball. Fraser. Eckball kommt. Gefährlich! Aber Abstoß. Zingerle raus auf Holtmann. Gut gespielt. Und er schickt Kauli auf die Reise. Komm, Junge! Kauli! Vorbei an Walker. Kauli im 16er. Wo ist Sven Michel? Da ist Sven Michel! Aber Bürki ist zur Stelle. Und jetzt noch einmal der BVB mit Wilson. Gegen Kilian. Wilson ist frisch, geht vorbei. Und dann ist das Ding vorbei. 2:2. 2:2 zwischen Paderborn und Borussia Dortmund. Das kann man nehmen. Und das nehmen wir auch. Und wir nehmen vor allen Dingen einen richtig guten Auftritt mit dem dritten starken Auftritt in Folge. Und das ist positiv. Auch wenn wir weiterhin in Anführungszeichen nur 5 Punkte haben. Gegen den BVB ist das schon klasse. Und wir hatten ja auch die Siegchance zum 3:2 durch Sven Michel. Wir sind auf einem guten Weg, da unten rauszukommen. Wir müssen nur so weitermachen. Und dann holen wir auch wieder 3 Punkte. Und nun also Heimspiel gegen die AS Rom. Ein absoluter Top-Gegner, wie wir ihn in Europa bislang noch nicht hatten. Genk und Wien waren guter Auftritt von uns, bisher gute Auftritte.
mit 4 Punkten ist das exzellent. Heute könnten wir sogar ja schon einen Schritt Richtung Zwischenrunde machen, sollten wir das Ding wirklich gewinnen können. Aber natürlich ist Ruhr nochmal ein ganz anderes Kaliber. Aber wenn wir unsere Leistung zuletzt anknüpfen können, glaube ich, dass wir heute wirklich eine gute Chance haben. Schauen wir mal, was hier drin ist. Und sind wir also in Paderborn in der Benteler Arena. Und es ist Europa League Zeit. Paderborn gegen Rom. Ein Duell, was man in Europa an sich eigentlich nicht erwarten würde. Aber was natürlich schon Wahnsinn ist, dass wir hier im schönen Paderborn, im kleinen Paderborn in Ostwestfalen, ein italienisches Top-Team empfangen dürfen. Rom, 2 Spiele, 2 Siege. Wir, 2 Spiele, 1 Sieg, 1 Remis. Und es waren richtig gute Spiele. Gegen Genk auswärts, unser erster Auftritt war klasse. Zu Hause hier gegen Wien, exzellent. Und weil es aktuell einfach auch so wichtig ist, in der Bundesliga Punkte zu holen, habe ich mich dazu entschieden, heute auch durchaus ordentlich zu rotieren. Ich glaube, 4 oder 5 neue Leute sind drin. Wichtig auch, um ein bisschen Balance reinzukriegen in die Rotation, damit eben auch manche Spieler einfach eine gewisse Pause bekommen. Das ist sicherlich ganz, ganz wichtig bei uns aktuell, weil wir eben auch auf so einem Grad sind, wo jedes Spiel auch extrem wichtig ist, um nicht komplett unten rein zu rutschen in der Liga. Heute bei uns also. Zingerle im Tor, wie gehabt. Viererkette dann mit Dörfler, Scholler kommt rein, Jasula und Collins kommt rein, Doppel-6, Dorsch und Kapic neu drin, Schaub und Pröger bleiben und vorne Sven Michel und, kleine Überraschung, Erik Tommy, zuletzt nicht gespielt, aber in der Europa League gegen Wien hat er eben ein richtig gutes Spiel gemacht, deswegen heute mal wieder von Anfang an mit dabei. Bei Rom, Paolo Lopez im Tor, Santon, Fassio, Vejkovic und Borin in der Verteidigung. 3 Mittelfelder vorne mit Üdner und Spinazzola über Außen und natürlich Edin Dzeko, ehemaliger Wolfsburger, alleiniger Stürmer im 4-2-3-1 System. Wir haben Anstoß, das Spiel läuft. Und Dörfler. Gutes Zuspiel, Pröger. Komm, Junge. Gegen 2 Mann. Macht das sehr gut. Michel. Michel. Pröger. Und da ist Erik Tommy. 15. Minute. Wir gehen in Führung. Erik Tommy. Mit dem 1-0. Klasse, wie das Michel und Pröger außen spielen. Optimale Vorarbeit und Tommy steht goldrichtig ohne Gegenspieler und schiebt den dann unhaltbar für Lopez ins Tor und bringt uns hier in Führung. Erik Tommy. Wow, schon sein 2. Tor in der Euroleague. Für diesen Wettbewerb ist er irgendwie geschaffen worden. Unser Neuzugang, Erik Tommy. Und wichtig hier, dass die Führung schon mal auf unserer Seite ist. Zingerle raus zu Collins. Gut gespielt. Ah, schade. Und Edin Dzeko. Das ist gut gespielt. Und das ist das 1-1. 28. Minute. Edin Dzeko. Einfacher Doppelpass. Jasula etwas zu weit weg. Dann kommt die Reingabe schon, noch kommt nicht hin. Und Zingerle kriegt ihn nicht gehalten. Und Saniolo mit dem 1-1 nach 28 Minuten. Niklas Dorsch. Schaub, Dörfler. Und ganz oben wäre Michel gewesen. Eckball. Kai Pröger. Kriegen sie erstmal geklärt, aber den holen wir uns mit Rifet Kapic. Und Jamilo Collins. Michel Kapic. Dorsch. Michel. Michel, klasse gespielt! 2-1! 45. Minute. Unser Capitano. Sven Michel. Mit dem 2-1. Niklas Dorsch. Herrliche Vorarbeit. Michel. Super. Wie er da reinstartet in den Raum. Und dann macht er hier sein Tor. Und bringt uns mit 2-1 in Führung, Sekunden vor der Pause. Und es ist verdient, weil wir hier wirklich einen sehr, sehr souveränen, guten Auftritt bis hierhin zeigen können. Mann, Mann, Mann.
Und jetzt ist Pause in Paderborn. 2:1. Das Europa-Märchen geht Stand jetzt in die nächste Runde. Wahnsinn, wie wir Spiel für Spiel Leistungen abrufen können. So, jetzt wechseln wir aber erstmal aus. Wir bringen... Ja, für Dorsch brauchen wir wen. Die Frage ist nur wen. Wir bringen Sabiri. Wirkt erstmal offensiver. Aber Sabiri bringt eben auch einen Körper mit, um gut verteidigen zu können. Und dann bringen wir nochmal Jean Zimmer für den guten Johannes Dörfler heute. Also Doppelwechsel zur Pause. Zweite Hälfte beginnt. Weiter geht's hier. Wir müssen eigentlich nur genauso weitermachen. Dann schließe ich auch nicht aus, dass wir zeitnah ein drittes machen. Bröger. Und Sven Michel schickt Erik Tommy. Ah, ja, warum denn nicht? Und Erik Tommy 3:1. Jawohl! 50. Minute. Wir nutzen Bekovic-Fehler eiskalt aus. Und Erik Tommy mit dem Doppelpack. Hier kommt der lange Ball. Bekovic mit dem Riesenbock. Und Tommy lässt sich den nicht nehmen. Und schnürt seinen ersten Doppelpack in der Europa League. Und bringt uns mit 3:1 in Führung. Wahnsinn. Überragend. Dieser junge Herr am heutigen Abend. Und Alexis Sanchez. Gutes Zuspiel da auf Santon. Sehr gut gespielt. Oh, Zingerle. Klasse Tat. Und Jasula kriegt den erstmal weggeköpft. Und Jasula. Schaub. Klasse. Erik Tommy. Und dann ist der Abpfiff da. Und wir schlagen Rom. Mit 3:1. Drittes Europa League Spiel für diesen Verein. Drittes Mal ungeschlagen. Der zweite Sieg. Und damit holen wir uns nun Platz 1 nach 3 Spieltagen. Und das sieht dann schon wirklich gut aus. Und unser Aufwärtstrend geht weiter. Heute auch vor allem dank Erik Tommy. Überragende Partie gemacht. 2 Schüsse, 2 Tore. Zusammen mit Sven Michel da vorne drin. Ja, nahezu schon gezaubert. Das ist exzellent. Hoffentlich geht es so weiter. Das Selbstvertrauen ist wichtig für die nächsten Spiele in der Bundesliga. Da wird es sehr, sehr spannend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.